Arbeiten. Haben Sie selbst die Vorstellung, wie lange ich die Polizei führen Sie so andere zu den Zeiten rein? Ich meine, vielleicht kann man gut. Eine Neustadt soll ganz bunt werden. Der schönste und grünste Stadtteil von Halle sein, wo Bewohner wohnen, die für sich persönlich eine Perspektive im beruflichen, im privaten Bereich sehen. Modern ausgestattete, liebevoll eingerichtete, große, helle Schulen mit Schülern, die nicht gelangweilt sind und bei denen keiner sagt, na alles klar, ihr seid aus Halle-Neustadt. Ein ökologischer Stadtteil, wo es ein starkes bürgerschaftliches Engagement gibt. Mit vielen jungen Leuten und zufriedenen Menschen aller Generationen. Industrielle Arbeitsplätze, das würde ich mir wünschen. Und viele Angebote im Kultur- und Sportbereich. So Halle Neustadt als Experimentierfeld, das finde ich cool. Dass man irgendwie die Häuser ganz schräg umbaut, dass man vielleicht versucht, in Halle Neustadt so einen eigenen Stoffkreislauf hinzukriegen. Dass noch mehr für Kultur gemacht wird. Das Areal um die Pferderennbahn zu einem Stadtpark mit Ereignischarakter auszubauen. Eine gute Anbindung weiterhin an die Stadt und dass dadurch Stadt, also die Innenstadt und Halle Neustadt weiter zusammenwachsen. Der Erhalter, Hocher Scheiben. Ein kompaktes Stadtteilzentrum mit Gastronomie und Begegnungsstätten. Wo es aber auch eine gelebte Integration von verschiedenen Nationen gibt. Wir hatten in Halle Neustadt Polen wohnen, wir hatten in Halle Neustadt Ungarn, wir hatten in Halle Neustadt Mosambikaner, wir hatten Algerier. Wir hatten Kubaner und ich möchte, dass Halle Neustadt wieder dazu zurückfindet. Ich bin noch der Überzeugung, dass die Flüchtlinge Halle Neustadt sehr gut tun. Das ist eine Chance für uns. So, dass Halle Neustadt immer ein interessanter Stadtteil ist und sich die Leute in 2050 sagen, Mensch, wenn ich mal was Besonderes sehen will, dann gucke ich mal, was in Halle Neustadt jetzt wieder los ist. Ja, the first day I come in Somalia is Africa, so just I think everything is good.